Ja, erstmal Licht an. Ah, besser. Jetzt sieht man wenigstens mal was. Und zwar Red Faction Armageddon, der mittlerweile vierte Teil der Ich-kann-alles-kaputt-machen-Shooter-Serie von Volition Games. Das Actionspiel kehrt größtenteils zu seinen Wurzeln zurück und soll heißen, Schluss mit Open World, wie wir es aus dem Vorgänger Guerilla kennen, und hin zu eher bedrückenden, linear aufgebauten Arealen unter Tage des Planeten Mars, dessen Oberfläche mittlerweile hoffnungslos zerstört ist. Bedrückend deshalb, weil die Entwickler mehr als bisher von Red Faction gewohnt auf eine gruselige, bedrohliche Atmosphäre Wert legen, die mit überraschenden Skriptereignissen und jeder Menge Funksprüche für Hochspannung sorgen soll. We're all gonna die. Stay put. Klar auch, dass dann Schockmomente nicht fehlen dürfen, die in brachialen Actionszenen münden. Hier erinnert Red Faction Armageddon frappierend an Electronic Arts Horror-Shooter Dead Space. Nicht nur wegen des bizarren Monsterdesigns, sondern weil unser Held Darius Mason, ähnlich wie Isaac Clarke aus Dead Space, seine Gegner in eine lähmende Stasis versetzen und so problemlos auseinandernehmen kann. Selbst der aus Dead Space bekannte Fußstampfer hat sich Darius abgeschaut. Doch Red Faction klaut nicht nur, sondern macht auch einiges neu, vor allem bei den Waffen. Die wohl coolste Knarre ist das Magnetgewehr. Damit schießen wir zwei Magnete auf bestimmte Ziele, die dann voneinander angezogen werden. Besonders lustig, wenn das eine ein tonnenschwerer Schutthaufen und das andere ein ahnungsloses Alien ist. Das Magnetgewehr lässt sich auch im größeren Rahmen einsetzen, etwa als Allzweck-Abrissbirne, um sich den Weg freizuräumen. Denn gemäß der Serie können wir auch in Armageddon wieder nahezu alles einreißen, was nicht gerade aus solidem Fels besteht. Das macht mal wieder enorm viel Spaß, zumal die Toneffekte ordnungsgemäß aus den Lautsprechern scheppern. Doch was Darius kaputt machen kann, darf er aber auch wieder reparieren. So können wir zum Beispiel zerbröselte Barrikaden wiederherstellen, um uns dahinter zu verkriechen. Noch cooler ist es, sich durch die Reparaturfunktion in einem Container einzuschließen, um während eines hektischen Kampfes mal kurz Luft holen zu können. Eine weitere recht ungewöhnliche Waffe ist die Singularity Cannon, die ein schwarzes Loch erzeugt, das alles in unmittelbarer Nähe, was nicht nagelfest ist, einsaugt. Und sei es ein halbes Gebäude. All diese Fähigkeiten lassen sich wunderbar kombinieren, zum Beispiel indem wir eine Gruppe Monster erst durch die Stasis betäuben und dann einfach wegsaugen. In Armageddon geht's aber durchaus auch konventioneller zur Sache. Soll heißen, unkomplizierte Ballereien gegen jede Menge Monster mit vergleichsweise normalen Waffen wie Pistolen oder Schrotflinten. Ob das dauerhaft motiviert, wird sich zeigen müssen. Angemessen in Szene gesetzt sind die Ballereien aber allemal. Vor allem, wenn so etwas wie das hier passiert. You gotta be shitting me. Sam, what is that thing? Unknown. But body density in the creatures increases when near the structure. Auch die gelegentlichen Ballereinlagen in den stark bewaffneten Kampfanzügen machen viel Laune. Egal, ob wir Gebäude in Schutt und Asche legen oder Aliens reihenweise zu Klump schießen. Red Faction Armageddon reißt dabei grafisch beileibe keine Bäume aus. Die brachiale Zerstörungsorgie macht aber dennoch ziemlich Laune. Hoffentlich bietet das Spiel genügend optische Abwechslung und eine spannende Geschichte. Im Mai wissen wir dazu mehr. Dann nämlich soll Armageddon erscheinen.